Hey Freunde, Robbe hier. Willkommen zum nächsten Friends Summoning bei Vortex the Fox. Level 34, auch ein schöner, junger Account wieder. Ich werde mir gleich das Giants 10 Team einmal anschauen, zu dem Parun. Und ich soll mir noch ein ganz besonderes Monster ansehen. Deswegen gucken wir jetzt heute mal wieder zuerst in die Monster rein, nachdem wir in 0815 gegangen sind. Und ich muss sagen, so langsam ist hier echt täglich was los. Freut mich riesig. Also wenn ihr Bock habt, kommt immer in 815, in 0815. Da ist einigermaßen, ja, ab und zu ist da mal was los. Ich bin auch immer da jetzt. Ich werde mich immer in diesen Kanal einwählen. Und wenn ihr Glück habt, seht ihr mich da. Und wir können darüber ein bisschen quatschen. Je nachdem, mal sehen, was da... Wie gesagt, es ist immer, manchmal ist ziemlich viel los, manchmal ist gar nichts los. Kommt drauf an, wer halt gerade so online ist. Aber wenn ihr Bock habt, tummelt euch in 815. Okay, wir schauen heute zuerst mal wieder die Monster an. Und da ist, oh mein Gott, Edna und... Was zur Hölle? Boah, das habe ich... Habe ich das schon mal gehabt überhaupt? Ich glaube, einmal oder zweimal habe ich das erst gehabt, dass ich in Light and Dark Net 5 gesehen habe. Live in Farbe. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum man mir schreibt, bitte nicht eifersüchtig werden. Ja, geil. GZ, Mann. GZ, was ist hier los, ey? Boah, aber wenn ich die Runen sehe, ne? Ah, da geht... Okay, du bist noch keine 40, dann ist das noch okay. Boah, ist das krass. Erhöht den Angriffsbalken alle Verbündete um 20, wenn ein Verbündeter einen kritischen Treffer einsteckt. Boah. Dann hoffe ich mal, dass die Gegner alle kritten. Wenn man gegen Armand spielt oder gegen Word oder so, ist das schon richtig geil auf jeden Fall. Der Schaden dieses Angriffs wird erhöht, während deine HP reduziert werden. Wenn deine HP unter 30% sind, wird die Verteidigung des Feindes ignoriert. Ist okay. Da geht es sogar noch ein bisschen runter. Und fügt 2 Runden lang körperlichen Schaden zu, wenn du einen kritischen Treffer landest. Okay, schauen wir mal ganz kurz durch. Sie hat ja auch geschrieben, sie, ich glaube, ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall ein weibliches Bild. Sie hätte geschrieben, dass sie ein paar Runentipps haben wollte, deswegen gucken wir mal zuerst hier rein. Passiven können wir also quasi gar nichts machen. Am besten natürlich kein Buff geben, wo wir kritische Treffer vermeiden. Das sollte man natürlich dann nicht machen, wenn man so einen Passiven hat. Ansonsten ist es, sind es 2 Single-Target-Angriffe. Hier noch macht nochmal extra Damage, Verteidigung wird ignoriert. Kein Debuff, kein nichts, hier ist kontinuierlicher Schaden, würde ich aber gar nicht unbedingt auf ACC gehen. Pur, für mich pur Damage. Was ist das für Monster? Rückhalt, what the hell? Wieso Rückhalt? Wieso ist das kein Angriffsmonster? Also ich würde sagen, Crit-Rate muss auch nicht unbedingt hoch. Wenn du Crit-Rate hoch machst, kontinuierlichen Schaden machen willst, brauchst du auch wieder ACC. Scheiß drauf, Full Damage, alles was geht, hätte ich mal gesagt. Fatal, Attack, Crit Damage, Attack. Fertig. Oder wenn du Dots haben willst, Attack, Crit Damage, Attack und dann Substats, Crit Rate. Kannst du auch so. Ich würde dir vorschlagen, Fatal Klinge oder Zorn Klinge. Das sind so die besten eigentlich. Womit du puren Damage machen kannst. Jetzt hast du hier Energy Runen drin, ist auch okay. Vielleicht hast du gerade keine Klinge Runen da gehabt. Von daher ist das auch okay. Attack, Crit Damage. Crit Rate ist, könnte man auch machen, wenn man ein bisschen auf ACC geht, mit Crit Rate und so. Aber wenn du gute Runen hast, kriegst du Crit Rate durch Substats. Es ist, später wird das so sein. Dass du auf Slot 4 eine Crit Rate Rune reinmachst, ist im Late gar nicht mehr nötig. Selbst ein Armand oder sonst irgendwas kriegst du später mit Substats auf 100% Crit Rate. Wenn es nicht funktioniert, nimmst du halt auf Slot 4 eine Crit Rate Rune und versuchst auf allen anderen Runen den Substat Crit Damage zu bekommen. Es hält natürlich davon ab, ob du Zorn drauf hast. Wenn du sehr viel Zorn drauf hast oder ein Zorn Set drauf hast, könnte man auch hier Crit Rate nehmen. Da hast du auch relativ viel Crit Schaden schon durch den Set Boni. Also da kann man sich auslassen, aber das ist ein pures Damage Monster. Okay, lass uns mal noch ganz kurz durchschauen. Basics. Da, Bernhard, mehr Speed. Speed, HP, ACC ist gut. Manche ruhen ihn mit ACC, manche ohne. Also das passt auf jeden Fall. Hier nochmal ganz kurz reinschauen. HP, HP, Attack, Attack raus. Hier Speed rein, hier ACC oder HP rein, hätte ich mal gesagt. Hier ganz wichtig, Speed. Bella soll heilen, soll entfernen,
und soll Rüstung schwächen. Das möglichst oft, ganz oft. Am besten so oft es geht, wenn möglich auch auf Gewalt ruhen, auch nicht schlecht. Galeone, mein Baby, neulich gezogen. Noch keine Runen drinne. Auch was soll Galeone machen? So oft wie möglich die Debuffs draufhauen, beziehungsweise absorbieren, Rüstung schwächen oder mit dem Ulti quasi Angriffskraft geben und Verteidigung schwächen. So oft wie möglich. Brauchst du nicht auf Damage gehen, pur ACC, Gewalt, Slot 2, Speed oder Swift-Ruhen. Alles andere ist meiner Meinung nach sinnlos. Außer du hast alles, dann kannst du ein bisschen Speed reingehen. Aber das ist nur für late später, irgendwann, wenn du Speedruns willst oder sonst irgendwas. So, Kona noch ganz kurz angucken. Da hast du Ruhen drin, leider gar nichts. Dann gucken wir uns Orochi an. Da hast du Speed, Crit Rate, ACC. Hier ist Crit Rate okay, kann man machen. Du bist noch nicht so weit, dass du die Crit Rate auf 100% bekommst auf deinem Level. Halt für den sechsten hier, für die sechs Dinersterne brauchst du kritischen Treffer, um kontinuierliche Schadenseffekte zu machen. Deswegen Crit Rate hoch wie möglich. ACC 52 ist gut auf deinem Level, reicht erstmal. Später Giants 10, ja, ist auch okay. Schau dir es an, ob sich überhaupt irgendwas ändert später im Giants 10, aber Crit Rate 100 sollte schon sein, dass du halt hier die Möglichkeit hast, immer den Crit drauf zu hauen. Hier brauchst du auch ACC, auch kontinuierlichen Schaden, und hier brauchst du ebenfalls ACC. Deswegen, ich sag mal so, über ACC streitet man sich gerne, aber ich sag mal so 60, 70, vielleicht irgendwann auf Giants 10, 70, 80, dann ist es auf jeden Fall in Ordnung. Ja, ansonsten hast du ihn ganz gut geruhnt. Broken Set, ja, du, vielleicht hast du keine anderen Runen mehr. Was soll dieses Monster machen? Es ist eigentlich, könnte man sagen, das ist ein Angriffsmonster, aber irgendwie auch nicht, da Orochi den Schaden durch kontinuierliche Schadenseffekte macht, genauso wie hier. Und hier macht er noch ein bisschen in den Angriffsbalken reduzieren. Das heißt, dein Schaden kommt durch die kontinuierliche Schadenseffekte. Das heißt, du brauchst keinen Attack hier oben. Das, was du brauchst, ist Crit Rate, ACC und Speed. Entweder Gewalt oder Swift-Ruhen, damit der so oft wie möglich den kontinuierlichen Schaden draufhaut. Im Giants 10 macht er wesentlich mehr Schaden durch die kontinuierlichen Schadenseffekte als durch die normalen Hits. Die sind wertlos bei Orochi. Das brauchst du hier auf Attack nicht achten. Okay, oh, Alter, ey. Was hast du dir gezogen? Das ist so krass. Das ist so krass, mal Level 34. Oh, Leute, da tun mir die Leute echt schon wieder weh. Die Level 40 sind, ein halbes Jahr Level 40 sind, ein Jahr Level 40 sind und das nicht haben. Aber um gerade sowas, so gerade sowas, das ist, wie viel Net 5s muss man haben, damit man statistisch gesehen ein Light and Dark Net 5 bekommt? Keine Ahnung, 50? Ich weiß es nicht. Das ist ein Account, der ist krass. Der ist richtig nice. Jetzt labere ich schon wieder extrem lange. Lass uns mal ganz kurz mal ins Lager gucken. Oh, damn, ey. Ist hier auch noch was drin? Oh, ich hab schon wieder Schiss gehabt, dass hier irgendwas noch was... Aber deine Monster sind echt übersichtlich, muss man sagen. Recht übersichtlich. Wir gucken jetzt noch mal ganz schnell dein Giants 10 Team an. Und dann beginnen wir auch mit dem Summoning. Es wird Zeit. Wieso höre ich Meeresrauschen im Hintergrund? Okay. Irgendwas ist hier gerade angegangen. Wir machen weiter. Giants 10. Du wolltest noch ganz schnell dein Team wissen. Okay. Das ist ein pures Damage-Monster. Kann man das benutzen hier in dem Fall? Du musst ein Safe-Team haben am Anfang. Pure Damage ist nicht unbedingt so angesagt. Aber was ist mit deiner Edna hier? Und das, Leute. Ich sollte die Edna noch zeigen, aber sorry, das wird gerade echt zu heftig. Dieser Skill hier unten. Der ist sowas von brutal, als ich das gesehen habe. Ich bin fast aus den Latschen geflogen. Der macht 940, so bleibt mal da, 940% Attack Multiplier. Was ist das für ein krasser Scheiß-Skill, Mann? Welches Monster hat so viel Attack Multiplier? Base Stats Attack 845 ist auch nicht gerade wenig. Das ist so krass, Mann. Ich weiß nicht, was die Tante reinhaut, aber das ist extrem. So, hier mit dem zweiten attackiert ihr noch alle, macht nochmal Defense für zwei Runden mit 50% Chance, geht noch ein bisschen runter, ist okay. Und hier konnte ich einen Schaden für zwei Runden, 50% Chance. Also, das ist, die Skills sind gut für Giants. Die Skills sind recht gut für Giants. Der letzte macht nochmal richtig extrem Schaden. Daher könnte man sagen, okay, den nehme ich schon mal mit für den Damage, Rest jetzt Support. Also, Heiler, Bernhard für Speed. Was kannst du als Leader? Du brauchst Vero.
Du brauchst jetzt unbedingt wieder ein Vero. Zur Not Kona probieren könnte klappen, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Vero für Kona und dann hast du noch einen Slot frei. Vielleicht noch ein Orochi. Warum nicht Orochi noch mit reinnehmen? Könnte auch funktionieren. Bisschen wenig AOE-Damage hier. Kommst du nicht so gut durch die Wellen. Single-Target ist genug da. Aber das sollte es ungefähr sein, denke ich mal. Was machst du hier? Arena bringt dir also gar nichts. Hol dir Verumbus, Verumbus-Leader und dann sollte das Team funktionieren. Nimmst du Kona noch raus und das, ja, probier das mal. Ja, bin ich gespannt. Probier das mal mit Vero hier rein. Ansonsten nimmst du noch, wenn du noch ein bisschen sicherer gehen willst, Shannon hast du leider nicht. Bringt nochmal mehr Support. Ansonsten Galeone auch natürlich richtig nice. Und das, er macht AOE Armor Break, die macht AOE Armor Break. Galeone bringt noch ein bisschen Attack mit rein. Also auch nicht schlecht in dem Fall. Könnte man auch probieren. Allerdings musst du dann wieder jemanden rausnehmen. Vero muss rein. Vero muss hier rein unbedingt für den Safety-Mann anfangen auf jeden Fall. Aber so, ich sag mal, die Monster sind gut. Das kannst du schaffen. Es kann auch sein, dass der Support nicht reicht. Nur Bernhard ist ein bisschen wenig vielleicht. Du hast keine Verteidigung wirklich. Kann aber auch sein, dass du deinen Light and Dark mit reinbringen kannst. Aber mit deinen Monstern sollte es gehen. Wenn es nicht klappt, geh in 8. Hast gesagt, läuft Auto. Hol dir deine Runen und dann gehst du auf dieses Team. So, jetzt haben wir aber. Leute, Mann, ey, habe ich auch gelabert wieder ohne Ende. Aber es soll dir auch helfen. Es soll nicht nur ein pures Summoning-Video werden, sondern ich möchte euch auch helfen. Wenn das Video halt jetzt ein bisschen länger geworden ist oder wird, dann ist das so. 54. Mystische. Zudem, nein, da haben wir nichts. Okay, machen wir 54 Mystische auf Sonnenbeschwörung. Hast du nichts geschrieben, deswegen machen wir da nichts auf. Wir öffnen einfach mal und ich erzähle euch nebenbei, was wir so gebrauchen könnten. Fusionsmonster, weiß ich nicht, wie weit du da bist. Verumbus, ganz wichtig. Rest ist Dice 12. Sigmarus, brauchst du jetzt Sigmarus? Du hast gute Damage-Dealer gerade schon da. Musst du nicht unbedingt machen. Ist nice to have, musst du nicht unbedingt machen. Und die anderen, ja, den Panda ist gut für Raid, ist gut für Necro. Brauchst du den jetzt? Nein. Aber spar dir die Monster, kannst du vielleicht später irgendwann machen, musst aber auch nicht unbedingt. Es gibt auch für den Raid oder für Necro andere gute Monster. Wichtig ist auf jeden Fall Verumbus. Also, noch keine Blitze, leider. Du bist auf einem guten Wege, Giants Team steht bald. Ich denke mal, dass du in den nächsten Monaten, Ende des Sommers, auf jeden Fall dein Giants Team 10 haben wir es, einige Runden, die schon gefarmt hast. Und dann geht es natürlich der Blick auf Dragons. Das ist wichtig, der Blick auf Dragons. Den Blick auf TOA 80, TOA 90, vielleicht mal sehen, wie weit du kommst, je nachdem, was für geile Monster du so ziehst. Aber da geht der Blick jetzt hin. Wenn ein Dragons Team stehen sollte, ist TOA 100 auf jeden Fall dein nächstes Ziel. Was ist das? Ach komm, weg mit dem Scheiß. FakeNet vor, brauchen wir hier gar nicht. Und da kommen die ersten Blitze. Geht doch, Mann. Das hat doch gedauert. Und dein erstes Monster für dein Dragons Team ist da. Halloween Kürbis Wasser. Gerade von gesprochen, richtig nice. Dieser Skill halt, ich denke mal, kennt ihr, aber der passive halt. Mit jedem Angriff, den wir machen, können wir einen vorteilhaften Effekt klauen. Nicht entfernen, sondern klauen. Das heißt, wir bekommen den auch in der Arena nice to have. Artikel 3-mal zu dem Angriffstempo Slow noch dabei. Und Crit Rate und Angriffstempo gehen hier nochmal hoch. Das ist halt ein Monster, wenn du straight Boss zum Beispiel gehen willst in Dragons. Der zweite Kristall macht ja immer diesen Scheiß Immunität. Und damit kannst du das easy runterholen. Nice Monster auf jeden Fall für Dragons. Da hast du schon mal was. Da hast du schon mal was für Dragons. Das läuft, würde ich mal sagen. Was brauchst du noch so für Dragons? Megan, habe ich gerade auch schon bei dir gesehen. Ist auch nice für Dragons. Das heißt, du hast schon mal Megan. Obwohl Megan und Chillig sich vielleicht ein bisschen beißen. Kommt drauf an, eigentlich nicht unbedingt, aber manche bevorzugen entweder Megan oder entweder Chillig, weil es geht darum, die schädlichen Effekte, also die vorteilhaften Effekte runterzuholen bei diesen beiden Monstern. Megan gibt noch ein bisschen Defense, was auch für einen Safe Dragons Run sehr wichtig ist, denn eigentlich gehen wir ja für einen Safe Dragons Run immer erst linker Kristall, rechter Kristall und Mitte und da kommt ein Forster. Das ist Food. Für mich die schlechteste Rakshasa von Feuer, Wasser, Wind nicht zu gebrauchen. Für mich Skill-Ups später für Hua oder für die Wind, aber eigentlich eher für Hua. Okay, weiter geht's. Also, Dragons
linker Kristall, rechter Kristall und dann Mitte ist die Safe-Variante im Dragons, womit man eigentlich startet am Anfang. Und dauert zwar lange, aber man kann dadurch relativ sicher die ersten Runen bekommen. 5 Minuten wird es ungefähr dauern, der Run, aber er ist halt sicher. Und dafür brauchst du eigentlich noch einen Reviver, wie ein Bryant, wie das Fusionsmonster. Können wir gleich nochmal reingucken, ich habe den Namen gerade wieder vergessen. Undine Wasser war es, glaube ich, ne? Genau. Das brauchst du auf jeden Fall. Verumos hast du, du hast Megan, du hast Bella. Du hast dein Dragons-Team auch schon fast zusammen. Du brauchst noch einen Reviver. Wir schauen gleich mal rein. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt einen Reviver hattest. Mir fällt jetzt gerade auf Anhieb keiner ein. Aber Bryant und Undine fallen mir als erstes ein. Zur Not Undine fusionieren. Und dann hast du schon dein Dragons-Team. Das liegt dann nur noch an den Runen. Du bist zu kurz vor deinen Zielen, vor deinem Giants-Team, vor deinem Dragons-Team. Und da kommen die nächsten Blitze. Chloe! Mein Gott, liebe Chloe, lang habe ich dich schon nicht mehr gezogen. Ist ja krass. Ich habe die so oft bei mir schon gezogen. Freut mich, dass du die jetzt bekommen hast. Oder mal jemand anderes bekommen hat. Fanatiker, alle Verbündeten sind eine Runde lang unbesiegbar und gewinnen 2 Runden lang Immunität. Jetzt ist natürlich wieder der Fall. Warum nicht auch Vanessa, heißt sie, glaube ich, fusionieren? Ich glaube, heißt auch Vanessa, ne? Hier, Valkyrie Wind. Warum nicht Valkyrie Wind fusionieren? Kann man auch gut gebrauchen. Mit Chloe zusammen, richtig nice. Fusion. Hier, da ist die gute. Wegen dem Skill halt. Kennt er, denke ich mal, ne? Wenn man unbesiegbar ist, wird die Verteidigung des Feindes ignoriert. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Hier ist auch, genau, Undine Wasser. Kann man natürlich sehr gut gebrauchen. Oder man kann natürlich auch mit dem Horus sehr gut die Valkyrie spielen. Das ist natürlich vielleicht sogar noch einen Tacken besser, denn hier gibt es nochmal Angriffskraft und Crit Rate. Oder mit beiden. Und dann noch mit Jemaya oder sowas. Ich weiß es nicht. Ist mir gerade so eingefallen. Kann auch gut funktionieren. Also hier natürlich das, die Auferstehung für dein Dragons-Team. Chloe, nice, Mann. Da schreien auch viele nach einer guten Chloe. Obwohl ich sie gar nicht so oft benutze, muss ich sagen. Ich benutze Chloe gar nicht so oft. Ich glaube, ich sollte sie mal wieder öfters spielen. So, weiter geht's. 24 noch. Echsenmann. Man merkt, ich habe schon lange keine Folge mehr gebracht. Ich bin hier mega im Redefluss. Remy. Weiß nicht, konnte ich gar nicht so schnell lesen. Fee. Das brauchen wir noch für dich. Ja, dein Giants-Team ist fast fertig. Dein Dragons-Team musst du danach bauen. Und dann geht's T-Way 100 schon. Also bis, ich denke mal, Ende des Jahres wirst du die 3 Dinge fertig haben. T-Way 100, Giants und Dragons. Wenn du täglich ein bisschen online bist und dir ein paar Runen farmst. Ist möglich, ist machbar, auf jeden Fall. So, 16 noch. Hoher Limiter. Wir haben keinen Platz mehr, okay. Da war noch Platz auf jeden Fall. Haben wir ein paar Mal da rein. Ich hau schon mal die Forstars wieder rein. Das mache ich ja immer. Dann könnt ihr euch mal einloggen und auf Video warten. Moment mal. Ich dachte schon, das sah gerade so aus wie ein Forstar. Ist es natürlich nicht. So, was haben wir noch? Du hast hier schon Orochi, ne? Sehe ich gerade. Orochi? Ne, Orochi haben wir auch nicht gezogen. Okay, sind alle Forstars drin? Ja, alle Forstars sind drin. Haben wir noch ein bisschen mehr Platz machen? Zack. Okay, Platz ist da. Weiter geht's. Mit Level 34. Ohne Scheiß, mit Level 34. So kurz von schönen Giant 10 Team. Respekt. Ist richtig nice auf jeden Fall. Ist richtig nice, hast ja geschrieben, 8 läuft schon gut. Das ist richtig, ein richtig schöner Account, richtig schön hochgebohrt, muss ich wirklich sagen. Echt mal großes Lob da, dass du schon so früh bei deinem Giants 10 Team am Baum bist. Und dein, guck dir mal dein Dragons Team an, ist auch schon fast fertig. Die Monster hast du schon alle, brauchst nur noch fusionieren, ein bisschen leveln und so weiter. Krass, ey, läuft bei dir, Mann. Läuft bei dir. Und ich kann mich auch erinnern, ich war schon mal bei dir gewesen. Ich hoffe, dass meine Tipps damals gefruchtet haben. Es sieht so aus, du bist auf einem sehr guten Weg, muss man sagen. Aber jetzt können wir echt mal wieder Blitz kriegen, ey. Jawohl, geht doch, Mann. Come to us. Was ist los bei dir? Und Forster. Oh, da kommt der nächste Halloween-Kürbis. Feuer. Lass uns mal ganz kurz reinschauen. Also hier, Angriffstempo geht auch wieder runter. Dann wird das Ziel 4-mal angegriffen. Jeder Treffer hat die Chance von 30%, die Treffergenauigkeit des Ziels zu verringern. Und greift 2-mal an mit der Chance von 50%. Die Angriffskraft des Ziels zu senken und die HP-Regeneration. Debuff, Doppel-Debuff. Multi-Attack. Dann muss er bei jedem Ding, Raid Necro. Nice Monster. Weiter geht's. Greif brauchen wir nicht.
Weiter. Mumie, kriegen wir nochmal einen Blitz? Kriegen wir nochmal? Da ist noch ein Blitz. Da ist noch ein Blitz. Und Rakshasa, Rakshasa, Rakshasa. Oh mein Gott. Dieser Account, Leute. Was ist los? Was ist mit diesem Account los? Level 34. Einleitend Darknet 5. Zwei normale Net 5s. Geile 4-Stars. Rakshasa. Einer der besten 4-Stars. Das macht die 2A 100. Sowas von einfach. Das macht die ein schönes Dragon. Ach, was rede ich, Alter? Ihr kennt Rakshasa. Ihr wisst, was sie kann. Bah, krass. GZ, Mann. Das ist so ein Hammer-Account. Kriegen wir nochmal Blitze. Oh mein Gott, du hast so viel zu tun. Du hast so viel zu tun. Du brauchst so viel Food. Du brauchst richtig viel Food. Du musst dir Six-Stars machen. Aber du hast die Monster, die du brauchst einfach. Du hast einfach alles, was du brauchst für einen Giants, für ein Dragons Team. 4-Tür-100. Was soll ich dazu sagen? Du brauchst nicht mehr Sam. Du hast alles. Krass, Mann, ey. Rakshasa noch bekommen. Das ist auf jeden Fall auch ein Monster, mit dem einiges einfacher wird. Gerade gegen Bosse, gegen Single Targets. Weil das ist einfach krass. Du kannst den Boss sowas von slowen. Der kommt einfach nicht mehr dran. Der macht einfach gar nichts mehr. Jetzt noch Würde. Dein Dragon. Kannst du schon Dragon Speed bald bauen? Vortex the Fox. Ich danke dir auf jeden Fall. Leute, ich danke euch fürs Zusehen bei diesem Friends-Summer-Ding. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Dankeschön. Wir sehen uns. Ciao.